hallo zusammen. Wir stehen heute hier in Herkenrath an der Pfarrkirche St. Antonius Abbas und haben vor, die Abenteuertour von Mr. Fade Bergisch-Gladbach zu gehen. Und ihr seid eingeladen mitzukommen. Los geht's! Diese Abenteuertour ist übrigens knapp 13 Kilometer lang und hat 260 Höhenmeter. Und der Zuweg jetzt von der Kirche bis zur Mr. Fade Tour ist auch nicht weit, vielleicht so 300, 400 Meter. So, das Navi verrät es uns. Jetzt sind wir auf dem regulären Mr. Fade Weg. Ich gehe in Richtung Asselborner Hof. So, bisher hatten wir eher Asphalt unter den Füßen, jetzt kommen aber die ersten Pfade. Sehr typisch für diese Gegend, dieser Ilex-Bewuchs. Toll, der Frühling ist in den letzten Tagen richtig explodiert. Alles frisch grün, wunderbar. Ach, den hast du aber zerlegt hier, diese Buche. Heftig, ob das ein Blitzeinschlag war? Noch so haarig und ganz weich. Steile Pfade. Den müsste Frau Wandersocke machen. Den müsste Frau Wandersocke. Ja, ganz locker, ganz souverän. 1:0 für die Wandersocken. Na du? Hallo? So, jetzt kommen wir in den Bergisch-Gladbacher Ortsteil Herrenstrunden. Und da erwartet uns auch schon die Burg mit dem schönen Namen Burg Zweifel. Hier sieht man noch das Haupthaus aus dem 17. Jahrhundert.
urkundlich erwähnt, war es zum ersten Mal 1251. Ja, der merkwürdige Name leitet sich übrigens von den Herren von Zweifel ab, die diese Burg mal für ein paar Jahrhunderte besessen haben. Heute ist alles Privatbesitz und gehört wahrscheinlich eher den Grafen von Zuversicht. Das ist ja wohl ein Witz. Wie können denn so viele, eigentlich doch noch recht schlanke Bäume, alle umfallen und hinüber sein? Das sind ja auch jetzt auch keine Nadelbäume, sondern na, vielleicht ist das Echensterben. Ja, oder jemand wollte Mikado spielen. Auf jeden Fall auch alles hier Borki. Wahrscheinlich ist das der Übeltäter. Na, was haben wir hier wieder? Das ist wieder so eine typische Mr. Pfade-Geschichte. Hier ist versteckt ein kleiner Pfad, aber der ist vielleicht von Baumbruch dann doch so sehr strapaziert, dass man nicht gehen kann. Wir gucken trotzdem mal. Schauen wir mal, ob es geht. So, wir versuchen mal hier irgendwie außen vorbeizukommen. Denn unten ist zu viel Baum. Gucken wir mal hier. So, wir haben es geschafft. Hier gab es dann doch eine Umleitung mit ein bisschen Akrobatik. Seltsame Koinzidenz, während wir hier über Stock und Stein klettern, riecht es irgendwie, als würde jemand grillen hier nebenan. Offenbar ist die Zivilisation nicht besonders weit. Da ist der Dom. Und weiter geht's mit den schönen schmalen Pfaden. Gut, man hört zwar auch den Verkehr, wir sind ja immerhin hier im Dunstkreis von Bergisch Gladbach, aber die Pfade sind wirklich toll. Hier der Teilabschnitt heißt übrigens auch Max-Bruchweg, könnte aber auch Baumbruchweg heißen. Dieser Mühlbach, der leitet uns zu einem sehr interessanten Industriemuseum. Alte Dombach hieß diese Papiermühle. Und die ist nicht ohne Grund in Bergisch Gladbach, denn Bergisch Gladbach war ein traditionelles Zentrum der Papierherstellung. Das Beste ist, hier gibt es einen Kaffee.
Denn diese Papiermühle wurde schon seit dem 18. Jahrhundert mit Wasserkraft betrieben. Und im 19. Jahrhundert wurde das Ganze dann auf eine Dampfmaschine umgestellt. Und hier kann man noch so einige historische Geräte zur Papierherstellung erleben. Die haben alle sehr merkwürdige Namen wie Kollergang, Kugelkocher oder Holländer. Hier sieht man auch, welche riesigen Ausmaße die Fabrik dann im 19. Jahrhundert angenommen hat. Puh, die Plini machen den Aufstieg nicht unbedingt leichter. Voll die bergische Idylle. Oh, was ist das denn? Glocken von Herkenrath läuten 6 Uhr. Wie schön, dass man jetzt auch wieder bis abends wandern kann. Ja, und das heißt auch, dass wir bald am Ausgangspunkt unserer Tour zurückkehren. Und da stellt sich die Frage, wie viel Socken hat die Tour heute verdient? Ja, sehr schön. Typisch bergisches Land. Ja, und auch typisch Mr. Fade. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, wir haben eben überlegt, was kann man geben? Vielleicht 8 Wandersocken heute. Ja, waren wir uns einig, denn es gab viele schöne Pfade und schöne Blicke in die Landschaft. Ja, und dazu noch die Papiermühle, alte Dombach und die Burg Zweifel und natürlich das wunderbare frische Grün. Und ein Kaffee. Ja, also diese Wanderung ist vielleicht nicht ganz so abenteuerlich wie sonstige Mr. Fade-Touren, aber es liegt auch einfach daran, dass es hier recht zivilisationsnah zugeht. Deswegen kommt auch mal der ein oder andere Asphaltabschnitt. Und der ein oder andere Wanderer. Ja, das kann passieren. Und man hört auch ab und zu ein bisschen die Straße. Aber alles egal. Trotzdem eine schöne Tour. Sehr schön. 8 Wandersocken. Ja.